nicht zu sehen. Ich war es richtig, auch wenn ihr es nicht versteht. Ich war es nicht falsch. Und ich hab mein Kämpfer in der Welt. 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 Six Ox N traten als erste Band auf und zogen auch als erste Band ins Finale ein. Die sechs Freiberger begeisterten das Publikum mit ihrem Crossover aus melodischem Gesang, deutschen Hip-Hop und Rock. Die Pockauer Band Fop & Socket rockten sich als zweiter Platz des Vorentscheids ebenfalls ins Finale. Der Frontmann, der Alternative-Rocker Marco, bringt mit seiner charismatischen Stimme einen hohen Wiedererkennungswert ein. Als dritte Band am Start war Say Meow, die Dresdner Pop-Rock-Band mit Sängerin Anna, Bassist Johnson und Schlagzeuger Richie begeisterten das Publikum ebenfalls, doch leider reichte es für sie nicht fürs Finale. Die letzte Band des Abends war 3 Inch Left aus Frankenberg. Die Musik der 5 Frankenberger bedient sich an Metal-, Rock- und Punk-Elementen. Trotz des mitreißenden Auftritts schafften auch sie es nicht, ins Finale einzuziehen. Jo, es war mega geil, echt. Also auf jeden Fall. Geile Mucke, geile Bands. Ich wusste gar nicht, wen ich bewerten sollte am besten, aber egal. Wie fandest du die Veranstaltung heute Abend? Ziemlich gut, ja. Und welche Bandnummer war dein Favorit? Ich glaube die letzte, aber ich weiß den Namen nicht. Wie fandest du heute Abend die Veranstaltung? Also ich muss sagen, ich bin total überrascht und absolut begeistert. Also mit so vielen Leuten haben wir eigentlich, oder ich persönlich, nicht gerechnet. Also es ist ein absoluter Erfolg, gerade für die erste Auftaktveranstaltung. Ich denke, das macht echt Hoffnung auf die zwei weiteren Vorrunden und auch aufs Finale dann im Tivoli, dass wir dort dann das Haus richtig voll bekommen. Und was war heute Abend dein Favorit? Mein persönlicher Favorit war die Band Say Meow aus Dresden. Nach genauer Zählung und Auswertung der Stimmzettel und Juryberatung standen die Gewinner fest. Six Ox In und 4 Pin Socket sind die ersten beiden Bands im Finale.